Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3 und zwar mal wieder zu etwas Ungewöhnlichem, nämlich einem FFA. Haben wir schon lange nicht mehr hier gemacht, schon lange nicht mehr gezeigt und wie ihr hier schon seht, bin ich nicht alleine und ich habe mir hier auch die drei Herren gleich mal in den Discord geholt. Einmal den Lukas Amur, grüß dich. Hallihallo. Dann den Engel, grüß dich. Hallo. Und natürlich Dracula, aka Flo. Hi. So, wir starten einfach mal rein. In der Prärie, alle gegen alle. Und das wird sicherlich ein lustiges Game. Wir nehmen es jetzt auch nicht zu ernst, deswegen sind wir auch alle im selben Discord. Deswegen werde ich jetzt auch nicht total mich konzentrieren und hier fokussiert kommentieren, sondern erst eher das Ganze als eine spaßige Runde sehen. Portugiese, Deutsche, Portugiese, Franzose. Ist doch trotzdem eine interessante Mischung, würde ich mal behaupten. Mal schauen, wie die Herden aufgeteilt sind, oder? Ja. Was denkt ihr? Ja. Also ich würde mal spontan sagen, der Ranghöchste gewinnt. Hust, hust. Der Feldwebel? Nee, der erste Leutnant. Ah ja. Wo warst du noch gleich, Engel? Correto. Cacedora. Das ist geheim. Okay, ich rate und wenn ich richtig rate, musst du ja sagen. Also, ich weiß nicht. Du musst dann ja sagen. Das Gute ist, als Portugiese kann man ja hier mal ein bisschen gucken, ne? Kannst du sagen, was du willst, okay? Ich weiß ja nicht, was du willst. Ja, kannst gerne raten, wo ich bin, aber... Okay, ich rate mal. Du bist... Links. Cazador. Wieder bist du unten. Wir sehen das nicht, wenn du was anpingst. Wollte ich gerade sagen, jetzt sind wir behindert, hä? Wie bitte? Nein, ich hab ja nicht gepinkt. Ach, du hast noch gepinkt. Du musst links oder unten sein. Nein. Warum bist du rechts oder was? Oder oben? Das war schon mal gut gewesen. Ich seh schon den Titel vor mir, Chaos FFA. Mit Flo, der schauen wir mal. Wahrscheinlich irgendwie sowas auch schon Flo gegen Engel oder so. FFA. Das gegenseitige Position erraten. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter PZG. Erst ab 18. Ah, dann bist du rechts. Okay. Ja, und du bist längst von mir. Ja, geil. Unten, Alter. Und du bist sogar noch links neben mir, Alter. Ja, dann weiß ich schon mal, wo ich mein zweites CC hinstelle. Schön, dass ihr euch schon gegenseitig entdeckt habt. Das gefällt mir. Ganz oben. Ich bin da gegenüber von dir. Ey, Junge, dein Spieler kam von links. Ja, weil ich einmal so um die Map gescoutet habe. Ja, aber so schnell ist der jetzt ohne, dass der das könnte. Ja, ich sehe Dracula hinter mir. Ihr habt ja schon alle erkundet. Ich hab schon mal einen Schatz. Ja, da habe ich auch einen Schatz vergessen. Kann man nehmen. Kann man mal machen. Flug kann ich eh nicht wegwaschen. Oh. Ja. Okay, cool. Challenge accept. Ja, Colonia Militia regelt. Eieiei, was geht denn schon wieder ab? Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, aber. Eieiei. Oh, ich hab schon wieder die niedrigsten Punkte, das sieht ja schon wieder mal genial aus. Okay. Also links nehmen wir es doch nicht, Flo. Oh, Gaius. Nein, wieso hast du mich gekillt? Ich wollte 45 XP haben. Schäm dich. Unfassbar. Geh auf die stille Ecke, Engel. Das war eines der letzten Videos, Engel, wo du dabei warst. Mach nicht, ich kann mir das am Anfang nicht leisten, den wieder zu kaufen. Aber gut, dann müssen wir uns eben anders behelfen, Freunde. Erstmal. Der nennt sich Alt-S-Alt-D, Gaius. Ja, das machen wir aber nicht in einem ordentlichen Game. Ne. Ich dachte, das nehmen wir nicht so ernst, dieses Game. Ja, doch, so ernst nehme ich es dann schon. Also, ich nehme das ernst genug, um nicht dieses Bug-Using zu machen. Ja. Ich auch. Alter, fuck, Age Shit. Kann es sein, dass alle guten Schätze schon weg sind oder die einfach nur auf der anderen Seite der Map? Ich hab mir einen guten Schatz geholt. Ich hab mir nur einmal. Aber dann bin ich halt deswegen fast gestorben. Und dann hast du mich getötet. Ja, weil ich gesehen habe, dass du nur noch 4 AP hattest. Tja, wer kann, der kann. Das war halt Leben am Limit, Freunde.
Leben am Limit. No risk, no fun. Ja. Das ist immer. Aber ich bin so sehr auf Britentaktik, dass ich jetzt gerade so voll auf Holz gehe, was überhaupt keinen Sinn macht als Portugiese. Ja, was seid ihr? Wo ist denn mein anderer Nachbar, lol? Wetten irgendwie Engel ist wirklich direkt in der Mitte oder so? Nein. Also ich weiß, wo Gaius ist, aber... Und Gaius weiß halt nicht, wo ich bin. Das ist halt... Ja, ich weiß. Ah, okay. Ich kenne niemanden bisher. Okay, ich laufe in die richtige Richtung, weil da hat gerade jemand gehuntet. Okay, Gott sei Dank. Ah ja, du bist da. Okay, gut. Okay, das ist gut zu wissen, dass ich mal nicht neben Flo bin. Ja, Flo ist über mir. Nur was zu sagen. Ja, ich weiß. Aber Flo wird mich trotzdem wegwaschen. Auch wenn du die komplette Map retten musst, ist es ihm egal. Ja, natürlich. Okay, ich glaube, wir sind ein bisschen spät dran gesehen. Mit dem Agent. Ja, ich auch. Alles gut. Alles gut. Ja. Das muss so sein. Was haben wir gerade gesagt? No risk, no fun. Hola, caçadora. Caçadora. Hola. Correto. Wo ist Guter? Immer dieses Handeln. So. Mhm. Komisch, gell? Also gestern mit dem 100% Handicap ging irgendwie schneller. Ja, warum wohl? Ich weiß nicht. Wieso? Ich weiß es nicht, oder? Lol. Okay, da landet ein Flo. Hola, wo ist Guter? Preparada? Wo ist Hallo. Hallo. Für den hast du noch? Der Vorlauf geht uns nicht. Ja, ja, ich hab mir keine Schätze geholt. Mir war langweilig. Ja, glaube ich auch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo die alle sind. Das bereitet mir etwas Kopfzerbrechen. Ach nö, Flo. Greifst du jetzt schon an, Flo? Nö, aber ich weiß, was Flo macht. Und das gefällt mir gar nicht. Weil dann haben wir zwei von der Sorte, die das machen wollen. Oh, Doppelkack. Ja. Ui, schön. Collect. Collector. Si. Collect. Si. Oder Spanier hier. Der Recollector. Kurz sein. Nein, ja. das ist Deutsch. Das ist Deutsch. Das Beste ist immer, wenn so englische Streamer oder so, auch ich Streamer, versuchen, Deutsch zu sprechen. Also die deutschen Voice Lines nachzusprechen. Si. Ja, irgendwie schon. Ich lach mir mal den Arsch auf. Gaius, ich habe eine Frage an dich. Nein, warte. Ja, also das ist nicht. Lukas, hier, kill meinen Kundschafter! Kill du meinen Kundschafter! Ja, was ist deine Frage? 93. Vier. Warte. Kennst du den? Alter, diese scheiß Hand da, Alter, die kennt doch gerade unser beider Kundschafter. Ja, ja. Gaius, kennst du den Begriff des Streamstripens? Das was? Das Streamstripens. Aber geht man immer auf den jeweiligen Streamer oder YouTuber? Jetzt lernst du ihn kennen. Oh nein. Das finde ich jetzt nicht nett. Was hast du denn entschieden? Keine Ahnung. Das sind halt gleich mal meine ganzen Siedler tot. Schön. Was wird das da machen? Ah, so muss das sein. So fängt's gut an. Oh, ist das schön. So. Okay, da habe ich schon mal blaue Sachen gesehen. Ja. Ist das schön. So schön. Ja, jetzt reicht es. Reiß dich mal ein bisschen zusammen hier. Ja, sorry, ich bin gerade leicht unter Druck. Dann greifst du mich an, wenn du unter Druck bist. Naja, die Husare kam nachdem ich. Ich dachte, du wolltest gegen Engel kämpfen. Hola, Konstruktora. Leute, meine Pläne sind dumm. Dumm und lebensmüde. Preparado. Sehr gut, eine. Konstruktor. Nett von dir. Ich weiß, ich bin doch immer nett zu dir, weißt du doch. Sehr, sehr nett, ey. Junge. Ah, oh, shit, egal. Das hat er mir einfach zwei Siedler und Siedler waren nicht. Das ist hier irgendwie großes Missmanagement, was ich bisher noch betreibe, leider. Also das ist nicht so perfekt abgestimmt, das tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich bin einfach auch nicht an Portugiesen gewöhnt. Jetzt kann ich wenigstens das hier mal machen. Oh, danke fürs Gold. Ach Mann, Flo.
Ah, wen haben wir jetzt hier? Engel. Okay, jetzt weiß ich schon mal, wo Engel ist. Nee, du hast ein blödes Fernrohr benutzt, das finde ich aber nicht nett. Unglaublich, oder? Dann noch immer eine Best gesoldet, ohne mich vorher zu fragen, ey, das geht ja gar nicht. Privatsphäre. Da, ja, da. Ist halt echt so. Sowas kenn ich nicht. Konstruktore. Si, Konstruktor, si. Jetzt zerstört ihr mir einfach mein TP, das ist ja nicht geil. Der ja, muss sich wehren. Na hallo, soll ich einmal über die komplette Map laufen? Ja, natürlich. Und dann kommt er in meine Base, weil er so viele Ulane hat? Nee, nee, dankeschön. Ja, vor allem er hat halt solche Ulane gehen. Wie Engel einfach schon FF gegangen ist. Ja, natürlich. Ups. Vielleicht sollte ich das auch machen. Was eventuell ist sinnvoll. Nein! Was ist schon wieder? Ernsthaft? Ey, das sind 45 XP, ich habe ja kein TP im Gegensatz zu euch. Und Schuss. Oh Mann. Wie muss ich denn die XP holen, Chaos? Ja, ja. So, schauen wir mal. Gucken wir mal. Alter, dumm. Ich bin auch noch irgendwie etwas unentschlossen, was für Armee ich bauen möchte. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich sehe gerade nur Engelshand einfach. Einmal um die kompletten Indianerposten laufen. Hey, Lukas, auf dein Ulan zu reden, Alter. Ich wollte mein Holz eigentlich sparen. Ich hab doch gesagt, ich sehe deine Hand da. Ja, und ich sehe deine blöden Ulane da. Au, egal. Ist mir egal jetzt. Ich hau mal trotzdem Hit drauf. Ach, bist du denn in deiner Egalstimmung? Ja, ja, ist mir einfach egal. Ich kenn noch den Veteran-Ulane ran. Ulane. Ach, ich hab meinen Ulan. Guten Dragoner. Dragoner. Weißt du, werde ich ein paar Siedler bekommen, auch wenn ich ein paar Ulan gekillt. Okay. Ich hab dir die Hälfte deiner Ulan gekillt. Also Flo ist mir derzeit viel zu still, der plant doch irgendwas. Ja, natürlich plant er was, das ist Flo. Ich bin gerade eigentlich ziemlich ruhig, ja. Das ist jetzt Flo, Gaius, der plant immer irgendwas, auch wenn er laut ist. Sein Leben besteht daraus. Vielleicht solltet ihr alle mal hinter eure Base gucken und schauen, ob da vielleicht eine FB oder so ist. Ja, ja, du hast wahrscheinlich hinter alle drei ganz geheim eine FB gebaut. Kannst du mir gar nicht, also ich sehe bei mir das Map Ende. Das würde dir nachsehen, auf jeden Fall. Bin ich gerade der Einzige, der hinter seine Base geschaut hat? Ja. Also ja. Ja, im Sinne. Ja, im Sinne von, du, dass du mit dem Bildschirm da drauf warst, aber nein, im Sinne von, dass hinter deiner Base alles ausgekundschaftet ist. Achso. Okay. In Sichtweite. So. Ich bin jetzt hier der Einzige, der noch im zweiten ist. Der Einzige? Das Einzige. Das können wir auch sagen. Hab ich auch nichts dagegen. Ich bin das Letzte. Hey, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist mein Anspruch. Töte jetzt, bevor es Eier liegt. Oh, Konstruktor. Ach, ich will doch hier nur das Tier schießen. Was ist denn das? Das war mir so klar. Ist der auch noch FI gegangen? Sein Ernst? Ja, natürlich geht Flo FI. Ich dachte, Flo greift die alle an. Was ist denn los, Flo? Du enttäuscht. Nein. Ich hab dich extra dafür in die Runde geholt. Ja, also alle außer mich angreifen. Ruf etwas anpassen. Dass ihr alle außer mich angreifen. Du musst dich anpassen, ja, ich verstehe. So, dann haben wir das Ganze noch ein bisschen geändert. Und das Witzige ist, ich dürfte wahrscheinlich mehr Siedler haben als Flo und noch weniger Punkte. Nur weil er Core hat. Ja, ich hab einfach keine Siedler. Flo, nein! Flo, nein! Ich schau mit dem Scout bei dir. Ja, so ein Scout wäre auch mal wieder gut. Hol ich schon. Ich hab jetzt schon zweimal den Scout wiederbelebt, ne? Was? Ja, und ich hab ihn sogar gekillt. Was hast du gerade gesagt, Flo? Das war eine Kriegserklärung, was du gemacht hast. Nein, warte, ich schick dir alle meine Ulane, ich bin am Leben. Ich schick dir alle meine Ulane? Das hört sich doch auch noch mehr nach einer Kriegserklärung an, oder? Nach einem kriegerischen Akt. Nein! Ich schick dir alle meine Ulane. Okay. Ja, das war der Meinung, ich schick ihn in seine Base, lass sie da stehen, lass sie nicht angreifen, dass du sie töten kannst. Dass ich keine Armee mehr hab. So war das gemeint. Oh Mann. Achso. Wenn das so ist, dann lassen wir dich das nochmal durchgehen. Also ich versuche mich hier nicht gerade rauszureden oder so. Nein, ich doch. Nein, überhaupt nicht. Gerade du nicht. Niemals. So,
Flo, warte, ich hoffe, das reicht, das Entschädigung. Ja, ich bin ein freundlicher Besucher, der hier nur vorbeiläuft. Was? Ich besuche gerne Frankreich. Hä, hey, ich glaube nicht, dass es freundliche römische Besucher gab. Also meistens kamen die sind einfach überall reingelaufen und dann hat es denen halt plötzlich gehört. Das war alles ganz freundlich. Die sogenannte freundliche Übernahme. Ach so, ja, es mussten ja natürlich dann. Ja, natürlich, sie mussten halt nur bloß ein paar Opfergaben für die Götter. Ja, das ist ein bisschen Opfergabe. Weißt du, Opfer müssen gebracht werden. Naja, sag ich ja. Kann es sein, dass ich einfach keine Hand mehr habe? Ja, ich hatte 3 Hands gehabt, die sind mittlerweile alle so gut wie weg. Ich hatte 2. Also meine Starthand und noch eine zweite, also mehr hatte ich nicht. Aber ich hatte echt nur 3 Hands gehabt, mehr hatte ich echt nicht. Auch in der Mitte. Das tut mir alles sehr leid. Ich hab's höchst traurig. Gabis hatte 8 Hands oder so bestimmt. Nicht mitgezählt. Aber ich war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so schlimm. Der YouTuber von. Ich muss mich ja auch irgendwie hier reinschieben, ne, mit den Hands am Anfang. Das hab ich keine Chance. Schön, dass du schon wieder einfach. Ernsthaft? Hör doch mal auf zu mir zu laufen, dann schippt er auch nicht immer. Wollte doch nur ein bisschen hier vorbei, die Gegend entdecken. Fröhlich sein. Ja, meine Gegend darf nur mit Fernrohr. Nur mit Fernrohr? Okay, das merke ich mir. Nur mit Fernrohr. Na schön. Also ich sehe schon wieder, ich werde sterben. Danke. Ich bin aber nicht stark in deutscher Wirtschaft. Rush, okay, aber deutsche Wirtschaft, nee. Konstruktor. Oh, Flo ist halt so total offensiv, merke ich gerade. Das gefällt mir nicht. Offensiv? Wo ist Flo denn offensiv? Ja, mit seinem Dorfzentrum. Ach so, ja. Ach so, ja. Ach so, ja. Wollen wir es jetzt alle nochmal sagen? Ja. Ja, was? So. Konnte nicht hingehört. Warte. Gold, schon wieder mein. Gott, das ist schon wieder so grauenvoll, Alter. Flo köpft mich schon wieder. Was, racest du? Nein! Aber ich darf nicht meine Mauer umbauen. Da sind schon wieder Löcher drin ohne Ende. Du wallst? Ja, ich hoffe doch, dass Flo nicht wallt. Da haben wir haben es vorher noch drüber gehabt, ne? Nee, ich wall nicht. Lol, 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 lol. Ey, ganz ruhig hier. Nein, nein, das krieg ich noch. Ja! Oh oh, scheiße! Hey, mein Dorfzentrum! Ja, ich weiß. Was soll ich das? Ich bring dir was mit, Gaius. Geschenke. Ja, ich bring dir was mit. Geschenke. Das sind so blaue Menschen auf Pferden. Ich lauf mal durch die Welt durch. Oh lol, der da. Warum wollen alle? Sie wollen Gaius. Nein, ich höre auf den großen Meister Flo und wollen. Husch, Schleim. Ja, natürlich. Alter, wie viele Plänkler hast du bitte? Plänkler? Nein, ich meine Plänkler. Nein, Flo hat Plänkler. Okay. Ja, schon wieder können wir uns gerade die Gamme Mauer bros. Das ist hier irgendwie sehr unschön, meine Gegend. Irgendwie passt das nicht so. Willst du expandieren? Ich kann nicht expandieren, ich bin von Flo umgeben. Und von Engel. Das Gefühl kenne ich. Das ist echt etwas unschön. Und meine Wirtschaft ist halt echt nicht gut. Alter, Flo ist Punkte. Flo hat 334 Punkte. Ja, ich hab 300. Ich hab 106. Ihr macht mich alle fertig. Was mehr Punkte wie ich, also alles gut. Ja, also irgendwie läuft der nicht Equinet aus. Ich habe vor einer halben Stunde ein Upgrade gemacht und das Spiel hat sich so gut dafür entschieden, das einfach nicht zu machen. Das ist doch immer schön. Das ist traurig. Traurig und ja. Okay, also davon abgesehen, dass jetzt 3 Moorstücke komplett unschön sind, ist der Rest geil. Ja, du hast ohne Ding gemacht, oder? Natürlich. Ohne Pillars. Ja, ich hab grad keinen Nerv dafür.
Junge, ich muss halt jedes Teil davon extra auswählen mit Shift. Ja, das habe ich noch nie nicht so richtig verstanden. Ich weiß halt nicht, wie es dafür ein Hotkey gibt oder so. Oder? Doch, das geht irgendwie. Ja, aber ich weiß auch nicht wie. Alle dasselben Typs auswählen oder so. Ja, aber dann wähle ich die ganze Mauer aus, das habe ich schon mal ausprobiert. Nein, wenn du nur auf den Pillar klickst, das geht ja, schon. Ja, ich weiß, ich habe das mal mit ausprobiert, aber den habe ich nicht ganz ganze Mauer ausgewählt, glaube ich. Dann hast du irgendwas kaputt gemacht. Ja, okay. Ich habe einfach kein fucking Gold mehr. Ja, meinst du ich? Ich muss auf Plantagen gehen. Ich habe schon 5 Mühlen stehen. Ich habe fast kein Holz mehr bald. Das ist bitter. Ja, Holz hab ich genug, also Holz haben Lukas und nicht genug, weil wir halt am Rand der Map sind. Ja, das ist gut für euch. Ich habe halt hier diese blöde Handelsroute im Nacken. Ja, das lohnt sich halt trotzdem. Also. Alter, ich habe jetzt 14 Holz hier dran, weil ich einfach kein Gold habe. Ich habe 32 Holz hier, Alter. Ja, ich habe nur 38 Siedler insgesamt. Nur 38? Ja, ich habe schon 2 TCs. Ich trau mich halt nicht zu handeln irgendwie, weil ich da Angst habe, dass da eins kommt. Ja, ich kann schon nicht mehr handeln, weil es mir einfach keine Hand gibt, die man irgendwie noch handeln könnte. Wenn ihr wüsstet, wo mein zweites TC steht. Wahrscheinlich in der Mitte. Ernsthaft, Flo ist ins 5. gegangen. Oh Mann, Mann. Ah ja. Ich mach mal für uns das Upgrade bei der Handelsroute, geil ist. Ja, das wäre super. Das ist gutes Teamplay, würde ich mal behaupten. Schleim! Ich hab zwar doppelt so viel, aber. Boah, Siedlerwägen. Ruf da. Ich komme jetzt mit Siedlerwägen. Wenn es für dich okay ist, irgendwie. Wo willst du mit Siedlerwägen machen? Siedlerwägen? Ja, ich greife dich jetzt mit Siedlerwägen an. Echt? Ja. Ich denke, ist noch meine Base, das ist so schrecklich, wie die Base aussieht. Wie ich die Mauer gezogen habe. Die Mauer sehe ich nur so halb hier am Rand. Ja, ich meine gerade die auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite in der Map finde. Das ist so grantig. Was ist denn hier los? Ich sehe schon die Kommentare unter dem Video, ja, ich strecke euch am Mauerbaum bei Engel. Ja. Gerade Scarfa schon wieder. Das ist sinnvoller als meine Mauer mit den ganzen Türmen, die so viel kostet. Oder meine Mauer. Die nicht vorhandenen. Ja, genau. Weil Flo es halt einfach nicht nötig hat, Mauern zu bauen. Das ist das traurige Wahrheit. Also Jungs, Flo hat FK gemacht. FK? FK? Ja, Frontkapitol. Wo ist denn das Frontkapitol angeblich? Einfach mal schnell neue Sachen entdeckt, ja moin. Ich mach gleich noch Eisenbahn, ne? Ja, mach das ruhig. Ja, ist in Ordnung. Lass dir Zeit. Finde ich gut. Einfach Zeit lassen. Ganz entspannt. Mach langsamer. Ja, bist du auch schon am Siedlerlimit, Flo? Nö. Du? Ich hab 50 Siedler, was soll ich dazu sagen? Ich hab trotzdem mehr Punkte als du. Ja, das ist das Traurige. Kommen die Punkte eigentlich alle nur von deiner Armee oder was? Wie? Ja, also die Armee zählt da auch sehr viel zu in der Punkte rein. Das heißt, wenn der Gegner seine komplette Armee verliert, gehen auch dem seine Punkte richtig runter. Okay. Ah, ich denke mal, das meiste ist das Age. Ja, das Age zählt auch sehr viel dazu. Was ist denn das bitte? Willst du mich verarschen? Ist schon klar, dass wir das auch alles sehen. Natürlich, ich bin doch nicht blöd. Also, das ist ja unfassbar. Kann man Gebäude drehen, nur mit einer Mod, oder? Also ich kann meine drehen, weil ich sie über Steam habe. Mausrad, aber... Ja, ich hab's auch... Ja gut. Nee, Mausrad geht bei mir nicht. Das geht nur dann raus und rein zoomen dadurch. Ja, hast du's über CD? Nein. Oder doch, hab ich. Ja, genau. Wenn du es über Steam hast, dann kannst du es drehen. Also ich hab's mittlerweile auch über Steam, weil ich einfach nur einen Smurf-Account machen wollte. Und dann konnte ich es mit der CD nicht mehr starten. Unfassbar. Ja. Also geil ist, wenn du mal einen Smurf brauchst, Bescheid sagen. Ist halt echt so Lücke zu machen, der so viele wie du brauchst. Nein, ich bin ein ehrlicher Mensch, ein ehrlicher YouTuber. Ich verwende keinen Smurf-Account. Falls du mal die Battle Brothers trollen willst, einfach Bescheid sagen. Ich gewinne und ich verliere immer nur mit meinem Account. Wenn du die Battle Brothers trollen willst. Ich...
Also da wir auf einem ähnlichen Niveau spielen, glaube ich kaum, dass ich die trollen kann. Ja, mach doch dann mit Flo einfach. Du und Flo gegen die Battle Bird. Dann macht das Flo 2v1. Preparate. Ach, der ist immer noch tot. Hallo, was spielt Flo? Franzose. Ja, der hat natürlich die beste Late-Game-Wirtschaft. Oh, ich hab Angst. Dass er dich noch nicht überrannt hat, wundert mich. Flo, spielen wir mit Boxen oder ohne Boxen? Ohne. Was für Boxen? 49 an Dame und ein Dragoner. Flo braucht keine Boxen. Der macht das einfach ohne alles. Abgehoben, Flo, abgehoben. Ist richtig abgehoben. Brauche ich nicht. Lol, Flo hat einfach mal so ein Stützchen einfach mitten in die Map gestellt. Ja, mein steht da daneben. Nein, ich will doch nur meinen Kutscher holen, Flo. Hilfe! Ich will aber nicht, dass du den hast. Ich will aber nicht, dass du den hast. Wahrscheinlich einfach. Weißt du, seine abgelehnt. Komplette Antrag abgelehnt, Freunde. Seine komplette Scheißbase um meinen Kutscher da rumgebaut. Lol. Die halbe Map ist meine Base. Ja, das ist das Problem. Sag ich, ja. Wieso macht ihr eigentlich nichts dagegen, dass die halbe Map seine Base ist? Weil wir nicht den Zorn des Flo auf uns. Ist echt so, ich hab nicht die Armee, um gegen Flo zu kämpfen. Ich erst recht nicht. Kurze Frage, Flo. Wenn ich einmal hab die Textilmühle und einmal die königliche Münzanstalt, erhöht sich das dann doppelt, wenn ich beides hole, oder lohnt sich das nur einmal zu holen? Nein, die stacken. Also, ja, das ist, also schön, mal sinnvoll. 1,2 mal was weiß ich. Was okay. Good to know. Die stacken schon, also es lohnt sich echt. Habe ich keinen Platz mehr in meiner Basis, das ist nicht gut. Geil, hast du denn schon die Decks unserer? Ach, guck mal, da kommt der Flo angedackelt. Ja, mit 10 Musketieren, die ich loswerden will. Ja, können sie gerne loswerden. Ja. Könnt ihr mir ungefähr sagen, wo? Ich will mit meinem Kundschafter kurz Fernraum verwenden. Was willst du denn wissen? Ja, wo das ist, wo der seine 10 Musketiere loswerden will. Bei mir, die hat er schon verloren. Oh. Dann schaue ich eben nochmal, wo der andere hier ist. Ah ja, hier ist Lucas Amor. Hallöchen. Dass du mir noch die 50 XP gegeben hast, Flo, von den Federn Explorer. Was? Du hast meinen Explorer gekillt? Ja, wenn du den dann mit schickst, hallo, kann ich schon das dafür. Heißt Rache, oder Flo? Rache? Eigentlich nein. Heißt das doch, oder? Ja, schon. Also in der internationalen Übersetzung bedeutet das ganz klar Rache. Nein. Doch, da war was. All Fake News. Kennst dich da gut aus in der in diesen Sachen geregelt sind, ne? Ja, absolut. Ja, glaube ich nicht. Kennst du nicht die gallische Allgemeinübersetzung? Schon die kennt, glaube ich. Die 2000-jährige. Oh, hier sind einfach noch Tiere, die ich nicht gesehen habe. Und ich habe hier. Die stehen mitten auf meinen Mühlen, die drei Tiere. Das ist bitter. Ach, guck mal, da hab ich auch noch nie. Ich will die snacken. Ja, ich steck dir gerade auf und. Wie bitte? Du hast damit noch an der Eisenbahn anfangen, hast du noch so ein totes Bison liegen, da bin ich gerade noch mit 2 Zitern dran. Ah, ich seh's gerade. Weil die deinen Baum gefällt haben. Blöd, ich hab die eingemauert, die kommen nicht mehr raus. Alter, ich hab endlich mal 70 Siedler. Ich hab 90. Ich hab nur noch. Ja, siehst du, also es geht voran bei mir langsam, aber stetig wächst die deutsche Wirtschaft. Vorwärts immer, rückwärts immer. Jungs, wir ziehen uns nicht zurück, wir rücken nach rückwärts vor. Ach toll. Ey, nicht diese Dackeln, Gaius. Was soll das denn? Du hast zweimal meinen Kundschafter getötet und ich hab 2 Siedler von dir getötet. Jetzt sind wir quitt. Quitt pro quo. Kann ich den Kommandoposten bei dir an der Basis haben? Ey, das ist jetzt nicht lustig. Soll ich jetzt meine Armee holen? Meine Armee ist heute so. Lol. Ja, ich hab die auf Imp. Ja, ich nicht. Ja, aber. Och, jetzt kommt der Flur angedackelt, ernsthaft. War doch klar. Ich bin noch am Überlegen, welche Karten hier noch Sinn machen. Alter, also ich will noch Kanonen da halten.
Ja, ich weiß. Schlecht hier, schlecht. Es geht ja, es macht Flügel wieder mit seinen Fabriken wieder null Schlagkanonen. Hast du die Seife gesehen? Nö, ich muss meine Munds managen. Gott, ich muss eben den Imperial machen. Ich hab's den Zuschauern gerade zeigen können, wo ihr gekämpft habt. Da. Dragoner gegen Dragoner. Der ist die Scherenkanone schon mal down. Ich hab hier so eine. Darf ich einfach mal durch die ganze Karte meine 7 Musketiere vom Anfang laufen lassen, weil die sind nutzlos mittlerweile. Tu, was du nicht lassen kannst, aber tu es besser, sich zu tun. Ey, Flo, was soll das denn jetzt? Sagen wir mal, was denn? Ich mach doch gerade gar nichts. Er macht doch gar nichts, Mensch. Was ein Nerv. Ein Nerv. Mama, er hat mich geschlagen. Das ist ein kleiner friedlicher Expeditionstrupp, der läuft hier einfach nur rum. Das sind friedliche Abwehr-Ulane. Das sind friedliche Abgesandte des portugiesischen Reiches. Sind es Terroristen? Nein. Also bitte, ich verbitte mir diese Fragen. Komm, danke Flo, es hat geil, hier mehr Punkte. Geil, ist mehr Punkte, ja. Wieso hab ich jetzt mehr Punkte? Ja, weil Flo mir einen gekillt hat und ich nach. Ach so. Ey, meine friedliche Expeditionstruppe, die läuft hier nur rum. Die ist gefährlich. Nein, die sind noch nicht gefährlich. Nein, nicht. Oh. Aber jetzt weiß ich, wo das Offensivkapitol steht. Hast du schon alle Upgrades dir geholt? Ja, du bist auf Holz. Schade. Dann macht es keinen Sinn mehr, da jetzt mit einem riesigen Trupp alle seine Ressourcen zu verschwenden, nur um das abzureißen. Ja, vor allem, weil ich dann für 400 Holz. Ja, ich weiß. Ich bin, ein neues bauen könnte. Was du auch machen würdest, so wie ich dich kenne. Natürlich. Nicht. Ich probier's jetzt mit einem Husaren da mal durchzureiten durch die Todeszone, mal schauen, ob ich mehr Glück habe. Schaffst du nicht, der wird draufgehen. Gucken wir mal, was es im schönen Salon gibt. Der wird draufgehen. No chance. Ja, ich sehe da schon wieder mit imperialen Dragonen vor meiner Tür, ey. Lauf, Forrest, lauf! Ja, ja, komm, lauf! Oh, ja! Nein! Der letzte Schuss, der hatte noch irgendwie 4 oder so Lebenspunkte. Ich war schon wieder fast am Kapitol, das ist jetzt mein Ziel. Ich probier's wieder mit einem Husaren. Ich schaff das. Das sind alle 5 Dragoner möchten. Los, wir schaffen das, Freunde. Hi. Hi! Hey! Unglaublich. Also, ready für Welle 2? Nein! Geh weg mit Welle 2. Welle 2 brauch ich nicht. Kann ich nicht gebrauchen. I don't like it. Ja, süß, wie die hier kämpfen, oder? Die Lanzenträger. Pikiniere, Lanzenträger, sag ich schon. Lanzenträger. Ja. Ich sag jedes Mal Lanzenträger zu pikinieren, das ist nicht mehr schön. Das oh, ich sehe da einfach nur riesige Ginette an mir vorbeilaufen. Ja, Alt, ich gar nichts, ja. Mir kocht gerade das Arschwasser ohne Ende, wenn ich die Armee so sehe. Aua, wer greift meinen TC da an? Kann man ja nicht nur froh sein. Ich habe tatsächlich mittlerweile zu wenig Holz. Man hat immer zu wenig Holz an Imperialzeit. Wenn du einfach 2000 Holz allein für die Upgrades brauchst. Ja. Konstruktor, Lagnadore. Hola. Also Nahrung läuft bei mir, aber irgendwie andere Ressourcen. Ja, alles andere läuft bei mir auch tatsächlich. Da ist 21 Minute Man. Woohoo! Party! Du hast 21 Minute Man, warte mal, wo ungefähr? Bei meinem Dorfzentrum. Bei deinem linken, das wo ich sehe? Nö. No. Anderes. Ich geh mal just. Na, falscher Klick. Wieso machst du mit deinen Scheißabricken nur schwere Kanonen für? Was soll der Troll? Der macht jemand schwere Kanonen. Eigentlich ja, gar nicht so dumm. Fabriken nur schwere Kanonen. Only. Gar nicht so dumm. Mach ich auch. Das heißt, erstmal Ding bauen, Kulverin bauen. Ja, aber er macht dazu noch Screams und Runes. Oh, geile. Ja, also wenn mir keiner erzählt, wo kommt bin ich jetzt RIP? Und dann ja, ich muss ja auch mal irgendwann enden, weiter. Nicht wahr? Und ich habe jetzt ja, auch die zweitmeisten Punkte, das gefällt mir. Ja, aber dann bist du RIP, Kaius. Ja, das ist möglich. Ja, aber das willst du ja nicht. Du willst ja möglichst lange überleben und das geht halt nur, wenn ich am Leben bleibe. Wieso?
Lukas, du hilfst jetzt nicht ernsthaft, oder? Lol. Ich will nur scouten, das sind aber viele Dragoner. Tschüssi! Hey, Junge, bleib hier. Nein, das sind viele Dragoner. Egal, probier du mal. Ich kann das. Wie viele sind das doch gar nicht? Das sind 15 oder so. Ja gut, ich hab aber nur 30 Chakra. Und ich war real. Ja, es kommt ganz auch von der anderen Seite. Ja, sehr schön. Hab ich schon wieder zu fallen. Das ist Backstep, die Aufteilung. Alter. Ich werde wieso will ich in einem FFA immer 2v1, Alter? Ich werde immer 2v1 in einem FFA, immer. Ich habe keine Schule für Backstab-Gaming. Ich habe echt noch nie in FFA gespielt, wo ich nicht 2v1 wurde. Noch nie. Also, ich will halt einen Anteil am Kuchen haben, nehme ich mal an. Genau, ich hole mir so ein kleines Stück einfach ab. Ich bin so im imperialistischen Krieg Deutschland und du bist Großbritannien, okay? Das ist, ich kann mich ja noch nicht mal gegen Flo verteidigen, was willst du denn jetzt dann noch geilst? Aber ich schau, wie ich ganz langsam diesen perfekten Ball einreiße und zwar gleichzeitig. Ist das nicht herrlich? Ich meine, ich wäre Kanonen, hab ich wieder gekillt, aber da komm ich wieder in den nächsten neuen. Und jetzt ist Gauss in meiner Base, ja, sehr schön. Surprise! Ja, ich war so Double Penemen und Double Polonia Militia. Mir ist alles egal. Kundschaft da, hier, Kompaktie. Irgendwann, woher? Das sind ja deine Minutemen, tatsächlich. Nur kenne ich das, ist mir doch alles egal. Ich weiß leider. Ja, das habe ich immer, wenn ich so viele Minutemen, recht Respekt. Brauche ich dann eine besondere Karte dafür? Ja. Schade, die habe ich dann wohl nicht. Viel Spaß mit Doppel-TC-Fire mit jeweils 105 Damage. Jungs, ich habe was zu verkünden. Das möchte ich nicht hören, tut mir leid. Ich habe Maximum Siedler. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade einen Siedler getötet, dass ich was bauen kann. Was? Die Heilige ist auch so. Okay, ich habe das gefunden. Ja gut, wobei das doch zum Punkt kann ich noch anweisen. Er braucht deine zwei Visare greifen, kannst du das nicht schnell ausnehmen. Oh, es tut mir leid. Ah, da waren noch die Truppen. Ich wollte eigentlich. Das ist mir leid. Ich hab die Truppen ein bisschen falsch aufgestellt. Ein Versehen meinerseits. Ja, ich bin nicht mehr letzter von den Punkten. Yeah, wow, du bist doch nicht 2 vor 1. Schön, dass das da für mich geht. Was? Ich laufe und bin auf Durchfall. Ich bin auf Durchfall. Oh lol, aua! Zug meiner Fleet. Okay, ich will eine kleine Sache helfen. Was willst du denn helfen? Einfach rein. Du wirst mir den Krieg erklären, meinst du? Nee, ich bin wieder weg. Tschüss. Engel ist bestimmt einverstanden mit dem Waffenstillstand. Ja. Nein! Ich wollte dir gerade helfen. Mit dir, Flo, immer Waffenstillstand. Das ist eine weise Entscheidung. Ich weiß. Ich scoute. Nee, du willst raiden, mein Lieber. Sieht das nach Raiden für dich aus? Hä? Also du hast jetzt ab sofort Verbot, deine Basis zu verlassen, weil ich greife dich an. Ich jetzt gerade schon wieder Mörser. Wen? Mich? Oder wen? Ja, dich. Nein! Aua! Wieso gibt's immer einen Dude, der auf Mörser geht? Ja, tschüss Mörser. Oh Mann, warum ich? Ja, geil, ist so schön, dass meine Stärke sind. Wieso sind deine Stärke? Oh, welche Upgrades fehlen mir denn bitte? Hab ich in der Heimatstadt was nicht mitgenommen? Was? Ja. Ja, du hast das nicht mitgenommen. Oh. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Oh lol. Okay, das ist lustig. Was? Lustig. Ja. Oh, raus. Nein. Junge, kann ich mal die Kanone rausreiten? Danke. Okay, das ist. Okay, das ist. Okay, never mind. Polonia Militia. Was? Nochmal? Ist das auch eine Karte für die Kolonialmiliz, die du hast? Ja. Hätte ich vielleicht auch holen müssen. Hauptsache nur. Das ist natürlich wirklich ärgerlich, dass ich da nicht das Ginette-Upgrade habe. Dann kann ich ja hier gar nicht mitspielen, eigentlich. Ich habe mir die Kolonial Militia auch gerade erst noch vor dem Game in Sack gemacht. Sonst hätte ich die auch nicht dabei gehabt. Dann ist mir gefallen. Ah, Moment mal. Polonise, da war doch was mit Kolonial Militia. Was ist denn voll? So komme ich irgendwie nicht voran. Aber was Besseres als Ginetz gegen Ginetz gibt's doch gar nicht, oder? Klingt klar. Klingt klar.
Sind die wirklich besser, Plankton? Ja, Plankton wirklich besser. Weil Ginette war kein extra. Aber auch Cassadores? Ja, das sind ja Plankton. Ja, ja. Ja, also gegen Daruna. Plankton oder Cassadores, das ist immer besser. Ja, Flo, ich weiß. Oh Gott, die XP kommt nicht. Gerade noch so gelöscht, Alter. Boah, bist du krass. Ich glaube, du bist wieder angegriffen. Nein. Nur weil ich dir die EP nicht geschenkt habe. Ja, genau deswegen. Du hast doch eh 2 TPs. Es gibt geiles Raiden, Alter. Kann ich überhaupt Raiden gehen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich würde schon sagen, gegen uns. Und da stehen 5 Sieger von die AFK. Dieser Moment, wenn du. Das ist doch schön. Bitte. Obwohl, ne. Das ist doch gut. Das ist ein Silo da gekillt, ja. Das ist auch nicht nett. Eieieiei. Ja, komm schon, den neuen Schlag. Und wie geht's dir so, Engel? Boah, dann geht's mir mittlerweile eigentlich wieder ganz gut. Ja, das ist schön. Ich hab auch einen schönen Flo. Ja, das ist immer ein Schild. Junge, die ist da. Was haben wir denn? Oh, El Metis und Strafflut. Gegen Portugiesen, ernsthaft? Ja, natürlich. Ja. Also irgendwie, Engel, was machen eigentlich die Siedler da unten? Die hacken Holz, finde ich irgendwie nicht so geil. Der Siedler, was meinst du denn? Ja, die Siedler da? Basis, ja, ja, was machen die? Da wurde ein komischer Außenposten steht, warum auch immer. Außenposten? Also ich steh in Außenposten bei dir, von dir. Achso, ja, der steht da, weil ich einfach nur die Vision habe. Macht eigentlich jetzt gerade irgendjemand irgendwas? Ja, ist ein, wir versuchen mich zu killen, aber scheitert dann irgendwo. Uns noch was angepasst. Ah, wie ist das schön, wenn die Wirtschaft mal richtig läuft. Alter, 41.000, da fehlt ein Viertel davon. Shit. Jungs, zählt die das Upgrade im Arsenal auf? Das für Kavaler, also das Kakol. Ja, das zählt für Tricks wegen. Das meinst du? Ja, genau. Das Reichweiten. Genau. Und den Aktionsschaden. Deswegen haben wir auch nur 18er Range und keine Sichtzeit. Okay. Ich kann mich einfach nicht schicken lassen. Fuck aus. Gut auf, wenn du keine guten Sachen brauchst, okay. Und wie viele Siedler habt ihr so? 99. Ha, du Noob, ich hab genau 4. Ja, du hast auch Siedler denken. Ja. Und ich könnte theoretisch noch 13 bauen. Aber da habe ich keinen Platz mehr für Armee. Ich krieg so schon nicht genug raus. Guck mal, dann ist auch seine Indianer. Seine Indianer, die machen. Ja, ich benutze meine auch. Engel, zieh mal deine Siedler weg, sonst komm ich. Nein. Doch, zieh die Siedler weg. Nein, ich brauch sie auch. Hey, das sind nur 5 Stück von Alter. Ja, dann zieh sie da weg. Krieg dich ab. Nein. Doch. Nein. Das ist meine Hut. Das ist meine Hut, verzieh dich. Kock. Ich sag nur mal, hab Flo, hast du eigentlich vorhin in aller Ruhe einfach mein Dorfzentrum da abgerissen? Hey Flo, was soll das denn? Hey, Lukas. Ja, ich hab dich nur angeteasert. Ich hab dich nicht getötet. Nur, dass du verschwindest. Ich kann grad nicht überall sein, Lukas.
Ja, ich weiß. Guck, wo du deine Mauer so hast. So, wo danach meine Mörser hingeht. Ja, wieso geht jeder auf Mörser, Alter? Ich check's nicht. Mörser sind die unnötigste. Mörser sind halt wirklich die unnötigste Einheit in Edge 3. Ja, wenn man keine Welle baut, dann sind die Mörser nicht. Die sind auch unnötig, wenn man Welle baut. Wenn du Welle baust, sind Mörser nicht unnötig. Natürlich. So, okay, also mit deinem Wetterstück bist du getroffen. Ist etwas zu expansiv unterwegs. Wer? Ich! Ich bin doch gar nicht expansiv. Ja, bestimmt nicht. Ich hab seit fast 20 Minuten habe ich nichts mehr gebaut in Sachen Expansion. Geh da weg! Das CC steht da schon seit Anfang vom Game, das kriegst du nicht. Ja, ich hab mein CC gerade angerissen. Ja. Wow, okay. Das kann man machen, muss man aber nicht. Nein, ich will ihm nicht die XP geben. Ich hatte die recht, XP sind jetzt auch noch so wichtig am Ende des Spiels, oder? Ja. Ich hab zwei Shipments gestackt und weiß nicht, was ich mir schicken mache. Gib mir mal ab, Alter. Safe so. Konstruktore. 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 Ich seh schon, Flo tötet uns mit Spionen. Ah ja, die kosten ja. 125 Gold, glaube ich. Ja, die kosten es aber. Aber. 2 Bevölkerung kostet ein Spion. Das ist Spionen. Also die man baut. Die man wirklich baut. Ich dachte, du meinst die, die man sich holen kann und dann sieht man alles. Was ja, ist. Die kosten 40.000 und davon habe ich jetzt die Hälfte. Ja, gut. Ich hab 35k Nahrung, 21k Gold. Und fast instant. Also. Und gute Planks noch. Junge, wenn die Husaren einfach nicht angreifen, weil es aus dem Weg steht. Och, gar so aber nicht, dass du da Orgel verloren schickst. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Morgen? Nein, nicht ganz. Wenn ich von dir da noch drauf. Vielleicht war das ja auch eine Falle, weil das ist meine Schiene dann wieder da. Geht alle um Schiene. Ach nee, nein, Flo, aua. Nur ein bisschen an Loser. Nein, nix, hallo. Hallo, so. Oh, hallo. Ey, kann ich meine Kanone nutzen, Gaius? Oh Gott, wieso zerschießt du sie so schnell? Bei uns ein Angriffspunkt gegen einen wieder hier haben. Einfach um genau zu sein. Du bist echt only übergegangen. Natürlich, was sonst? Ja, dann kannst du ja nur mit Dragonern das den. Das habe ich mir auch gerade gedacht so. Ohne Probleme sogar. Preparate? Lol, da war ein Schreckkanone. Bleib hier! Komm noch. Ich fand es irgendwie echt schön, dass du deine Schreckkanone an die Front schickst und die halt ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Das muss ich jetzt leider alles ein bisschen verändern. Aber es sind hier schöne Gefechte, würde ich mal behaupten. Ich würde nicht auf Kriegswegen gehen, wenn die Familie gegen Dragoner. Ich merk's, aber. Weil du hast einen Nahkampf-Resistance, ich einen Fernkampf-Resistance. Es ist Collect. Re-Collector. Si, Cazadora. Und auf Übern will ich schon gar nicht gehen. Ja, was soll ich denn gerade sonst bauen? Keine Ahnung, hast du keine Kaserne oder so gebaut? Oder? Kaserne oder so. Meine Planker sind noch nicht abgegradet. Die Grain gerade erst noch ab. Dann kannst du jetzt nicht sagen. Jetzt konzentriere ich mich noch ein bisschen auf die Kaserne, die da immer mehr kommen. Naja, wenn du da nur mit voll Pass stehst, komm ich halt nur noch mit voll Plus. Ja.
Ja, was soll ich denn sonst machen? Halt nur mit Dingen kommen, weil ich er meinte mich haben. Nicht dich. Nein, ich rede gerade mit dir. Achso. Naja, das Game geht hier auf jeden Fall länger als erwartet, muss ich sagen. Ein bisschen, ganz leicht. Deswegen beenden wir das Ganze hier mal als Teil 1, liebe Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit dem großen Vierer FFA. Mit mir, Gaius Julius Caesar, Lucas Amour, Engel des Todes und dem großen Kapitän und Dracula Flo. Bis dahin alles Gute. Und auf Wiedersehen.